Ja, also herzlich willkommen zum Vortrag zum Überwachungskapitalismus Big Other is Watching You. Ich darf mich kurz vorstellen. Ich bin Tobias Rademacher vom Bündnis Privatsphäre Leipzig. Wir sind eine Bürgerinitiative mit aus der Zivilgesellschaft, die sich zum Auftrag gemacht hat, das Themenkomplexe Überwachung, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in einen größeren Diskurszusammenhang zu bringen. Das heißt, eine öffentliche Debatte darüber anzuregen, da ja nach den Snowden-Enthüllungen das Thema ja noch eine ganz besondere Dimension bekommen hat. Wir treffen uns regelmäßig hier im Sublab und haben dann öffentliches Plenum. Wer also gerne möchte, darf es gerne an den Dienstagen, an denen wir uns treffen, daran teilnehmen. Ich will einen kurzen Überblick geben, was dieser Vortrag erstmal nicht ist. Also ich werde hier sicher keine Weltverschwörungstheorie zu dem Thema präsentieren. Es wird auch nicht, wie das vielleicht in der Beschreibung angeklungen sein könnte, wird es hier kein Google-Bashing geben. Ich werde auch jetzt keine sozialwissenschaftliche oder ökonomische tiefe Analyse anbieten können. Das ist sozusagen in so einem Vortrag gar nicht möglich. Aber ich werde versuchen, den theoretischen Teil kurz anzureißen. Und ja, dann gibt es natürlich auch, es ist auch keine Universaltheorie, die ich jetzt hier vorstellen möchte. Einmal will ich erstmal kurz die Ausgangslage besprechen und die ja allgemein vielleicht zur Wirtschaftsordnung was sagen, wie man so allgemein jetzt beobachten kann. Sicherlich kann man darüber auch nochmal diskutieren. Dann den Begriff des Überwachungskapitalismus nochmal zu erläutern und die mit da verbundenen Diagnosen. Und dann einen ganz, ganz knappen Exkurs machen auf das Thema, was eigentlich noch theoretisch total unterdeterminiert ist, das heißt noch nicht richtig theoretisch beschrieben ist und auch noch nicht aus vielen verschiedenen Gründen verstanden werden kann und verstanden wird. Das ist nämlich die Verknüpfung von Ökonomie und Staat. Und Überwachung in dem Themenbereich Überwachung. Die Diskussion, da wurde ich gebeten, dass wir die Diskussion im Anschluss dann vielleicht oben führen können, damit hier der Abbau schon beginnen kann. Und da würde ich euch bitten, wenn ihr dann noch Fragen habt, dass wir das dann einfach oben nochmal klären. Also ich bin auch noch auf jeden Fall dann nochmal da, dann könnt ihr mir auch Fragen stellen. Und ich versuche jetzt einfach mal das Thema zu beginnen. Beginnen wir also mit der Ausgangslage und der Wirtschaftsordnung. Wir haben erstmal gegeben, dass Google ein relativ erfolgreiches Geschäftsmodell vorgelegt hat. Es bietet Dienste an, unterschiedlicher Art oder auch Betriebssysteme, die dann von verschiedenen Hardwareherstellern implementiert werden können, umgesetzt werden können. Und dieses Geschäftsmodell von Google ist äußerst erfolgreich. Die konnten also innerhalb von einem Jahrzehnt, knappen Jahrzehnt, einen enormen Zugangsraten von ihren Umsätzen verzeichnen und natürlich auch von ihren Gewinnen. Ja, was sind eigentlich die Voraussetzungen, damit überhaupt mal als Vorüberlegung, damit wir von so einem Geschäftsmodell Google, dass wir uns das näher anschauen können. Das ist einmal das Silicon Valley und damit natürlich verbunden die Geburt der Informationstechnologie von der Hardware bis zur Software, die ja auch, wenn man sich die kulturell anschaut, immer wieder eine Verbindung zur amerikanischen Gegenkultur, Counterculture hat. Dann der Anfang ist natürlich ganz klar immer verbunden mit den staatlichen Aufträgen, seien sie jetzt anfänglich nur vom Militär gekommen oder von der NASA, aber später natürlich auch von den Nachrichtendiensten. Wir müssen dann, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen, auch immer im Hinterkopf behalten, denke ich, dass in der Form, wie das in Amerika möglich ist, solche Geschäftsmodelle aufzubauen, dass dir die Bereitschaft von Risikokapital gegeben sein muss. Das heißt, es muss eine große Möglichkeit geben, dass Investoren bereit sind, in relativ, aus europäischer Sichtweise vielleicht riskante Kapital, Investitionen getätigt werden können. Und es muss eine Konsumgesellschaft da sein. Das heißt also eine Gesellschaft, in der die Vorstellung überhaupt, also die eine bestimmte, also große Bevölkerungsschichten die Möglichkeit haben, am wirtschaftlichen Leben teilzunehmen und aus ökonomischer Sicht eben Absatzmärkte dann bereitstehen. Man kann natürlich auch
diese Zeitphase, von der wir sprechen, immer in Verbindung bringen mit den sogenannten Neoliberalismen. Ich spreche extra im Plural davon, weil es da ja verschiedene Ideen und Strömungen gibt. Manchmal wird das dann auch als Neoklassik bezeichnet. Ich habe hier einfach mal ein paar dieser Theoretiker kurz aufgezählt. Sicherlich sind viele Überlegungen dann von Milton Friedman interessant, der sozusagen ja dann die Ökonomie versucht, über Geldpolitik zu lösen. Und hier sind wir schon bei der Wirtschaftsordnung, die sich daraus ergeben kann, die ja häufig dann mit der Privatisierung öffentlicher Güter zusammenhängt, mit der Einschränkung staatlicher Transferleistungen, mit einem sogenannten schlanken Staat, der sich sozusagen mit Regularien aus den Märkten zurückzieht und sozusagen freie Bahn macht für wirtschaftliche Unternehmungen. Und auch, dass Geld sozusagen entscheidend ist, dass es nicht darauf ankommt, sich mit einer Konjunkturpolitik grundsätzlich beschäftigen zu müssen. Dann schwimmt in solchen Fällen auch immer die Idee der Leistungsgesellschaft mit. Da können wir jetzt zeithalber leider nicht drauf eingehen. Ja, natürlich aber auch, und das ist sicherlich für Google und viele dieser Unternehmen wichtig, Vorstellungen von einer Globalisierung und dem Finanzkapitalismus. Ja, also beginnen wir also mal mit der Vorstellung von dem Überwachungskapitalismus. Ich werde jetzt einfach mal noch mal kurz erklären, warum ich es sinnvoll halte, dass man sich mit so einem theoretischen Thema erstmal beschäftigt oder mit theoretischen Begriffen. Einmal erleichtern die nämlich das Verstehen und ermöglichen die Reflexion eines komplexen gesellschaftlichen Vorgangs. Und die sind insofern ein Deutungsangebot. Das heißt also nicht, dass sie Wirklichkeit tatsächlich beschreiben können, sondern aber, dass sie ihnen ein Deutungsangebot für die Wirklichkeit anbieten. Wenn wir jetzt uns mit Shoshana Zuboff beschäftigen, die ich jetzt hier sozusagen als Quelle für die Theorie des Überwachungskapitalismus oder Surveillance Capitalism heranziehe, dann man muss als Hintergrund wissen, Shoshana Zuboff ist eine Theoretikerin, die ursprünglich aus der Sozialpsychologie stammt und sich dann intensiv beschäftigt hat in den 80er Jahren über die Arbeitspsychologie, kann man eigentlich sagen, oder die Veränderungen, die durch Digitalisierung am Arbeitsplatz auftraten, und hat sich dann eben mit der werdenden Informationsgesellschaft beschäftigt und angefangen, Effekte der Informationsgesellschaft auf die Bereiche des Wirtschaftslebens von der Arbeit bis eben zur Veränderungen im Zusammenhang mit größeren Transaktionen von Kapital. Und sie hat da einige Bücher vorgelegt und Schriften, die sozusagen relativ teilweise sehr intensiv zitiert und besprochen worden in Bereichen, die sich eben mit der Frage der Informationsgesellschaft auseinandersetzen. Sie hat jetzt nochmal ein Paper geschrieben, das sozusagen jetzt vor ein paar Wochen erst rauskam, und das ist die Grundlage von dem Vortrag. Und sie beschäftigt sich schon sehr länger mit dem Thema. Vorher hatte sie Surveillance Capitalism noch als Distributed Capitalism beschrieben, und wir werden auch später noch sehen, warum das ihre erste Wahl war und warum sie sich sozusagen jetzt auch anders entschieden hat, das zu beschreiben. Der Ausgangspunkt ist, dass sie sagt, dass Big Data, von dem wir jetzt gerade sehr viel hören, dass eine Beschreibung oder eine theoretische Analyse dieses Begriffs oder Phänomens, kann man vielleicht eher sagen, daran scheitert, dass häufig immer davon ausgegangen ist, dass es hier um einen rein technologischen Prozess handelt oder einen Effekt einer Technologie. Sie sagt da, das geht fehl, genauso wie die Vermutung von Eric Schmidt von Google, dass es sich um einen autonomen Prozess handelt, sondern sie sagt, dass es aus dem Sozialen entsteht, also ein soziales Produkt ist. Sie sagt, dass Big Data eigentlich gleichzeitig Bedingung und Ausdruck des Überwachungskapitalismus ist. Und das ist etwas, was ich jetzt versuche, in den nächsten Minuten etwas näher zu umreißen. Für sie ist Überwachungskapitalismus eine neue Akkumulationslogik, die sich in bestimmten Teilbereichen der Informationsmärkte oder des Informationskapitalismus abspielt. Und bei der Akkumulation ist sozusagen die Generierung neuen Kapitals, ganz vereinfacht jetzt gesagt,
Ziel dieses Überwachens, dieses Prozesses ist immer, oder dieser Logik, wenn sie von sozusagen angewandt ist, ist einerseits die Kontrolle des Marktes und die Vorsage und Veränderung menschlichen Verhaltens. Es gibt jetzt eine Reihe von Papers, die sich mit dem mit Big Data auseinandersetzen. Und diese beiden Forscher, Konstantiou und Kalinikus, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, die haben sich jetzt erstmal mit diesen Konsequenzen von Big Data beschäftigt, und zwar von der Frage, was hat das für eine, ja, jetzt auch wieder sehr sozialwissenschaftlich, ich weiß, erkenntnistheoretischen Merkmale. Das heißt, wie verändert das sozusagen, ja, die Möglichkeit, oder hat es Auswirkungen darauf, wie wir sozusagen Wissen gewinnen, wie wir Erkenntnis gewinnen, was verändert das? Und die haben sozusagen einige Merkmale aufgegriffen, an die sich Zuboff jetzt anschließt. Und das ist einerseits die Kommerzialisierung der Bewegungen des täglichen Lebens, das sie mit dem Begriff Everydayness bezeichnen. Dann die Verwischung sozialer und institutioneller Differenzierung. Das heißt also, eine Firma muss sozusagen nicht mehr als abgeschlossene Einheit betrachtet werden, in der auch, sagen wir mal, Wissen, Geschäftsgeheimnisse und Ähnliches vorhanden sind, sondern dass diese ganzen Institutionen, diese Vorstellungen davon, dass die verschwimmen und nicht mehr deutlich sind in diesem Big Data Prozess. Das hängt sicherlich mit der Natur der Daten zusammen, so die ja, wie wir ja bekanntlich wissen, sehr schnell von einem Ort zum anderen wandern können. Beziehungen zu staatlichen und privatwirtschaftlichen Institutionen zur Bevölkerung, sagen diese beiden Forscher, verändern sich auch. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch jetzt später für Zuboff, den sie da aufgreift und den sie noch ein bisschen erweitert, weil sie verschiebt sozusagen die Darstellung dieser Frage, was ist Big Data, auf die Fragen nach den sozialen und politischen, ja, Bedeutungen, die damit zusammenhängen. Jetzt komme ich eben zu Ihrem Hauptthema, wie sie sozusagen die Effekte von Informationstechnologie beschreibt auf die Vermittlung von, wenn wir sozusagen mit Informationstechnologie arbeiten. Zum Beispiel, das nennt sie immer Computer Mediated, was das für Effekte hat auf das Wirtschaftsleben und auf das Alltagsleben. Wenn man sich sozusagen zurückbesinnt auf die Entwicklung der Industrialisierung, dann war ja einer der wichtigen Effekte Ziele, kann man sagen, der Industrialisierung, die Automatisierung. Das heißt, der Ersatz von Menschen durch Maschinen mit dem Ziel, dass man die Kontrolle, aber auch die Stetigkeit erhöhen kann. Das heißt also, man hat einen zuverlässigeren Produktionsprozess, und das war sicherlich eine Beschreibung, die mit der Industrialisierung ganz bedeutend einherging. Mit der Informationstechnologie, sagt sie, kommt eigentlich eine neue Ebene dazu. Das ist die Ebene der Information, weil die einerseits gleichzeitig erhoben wird, wie eben neue Informationen erzeugt werden. Das heißt, wenn sozusagen eine mit Mikrochips ausgestattete Maschine sammelt während des Produktionsprozesses neue Informationen, oder kann das zumindest, oder ist dazu in der Lage, oder kann dazu ausgestattet werden. Das kann ein mechanischer Webstuhl sehr viel schwerer, wenn überhaupt. Und gleichzeitig müssen vorher für diese Maschine zur Verfügung gestellt werden, das heißt eingegeben werden oder sogar in die Maschine implementiert werden. Das, sagt sie, kann man eigentlich auf den Begriff Smart versus Dump reduzieren, ganz platt. Das heißt also, dann werden die Dimension des Smart, der Smart Machines hinzugekommen. Das Ergebnis ist jetzt etwas wirklich komplizierter, wie sie das, ja, sagen wir mal, eher sozialwissenschaftlich ausdrückt. Das ist, dass diese IT-gestützten Vorgänge, die dann durchgeführt werden, zum Beispiel wenn Texte in Unternehmen verarbeitet werden, jetzt mit elektronischen Systemen, oder wenn Buchungen durchgeführt werden und so weiter, ist ein elektronischer Text, wie sie das nennt, eine Textualisierung. Das heißt, es sind eigentlich die Daten. Und ja, der Begriff des Textes ist in den Sozialwissenschaften insofern da immer ganz beliebt, weil man damit ja bestimmte Implikationen nochmal mit anzeigen kann. Diese Textualisierung dieser Daten, die ist jetzt auch eine Chance für einen neuen Erkenntnisgewinn, sagt sie. Aus diesen Daten, die Daten können eben interpretiert oder weiterverarbeitet werden, und das ist der Bereich des Learnings, den sie da
im Englischen so bezeichnet, den sie sozusagen vergleichbar macht mit dem Bereich der Arbeit, also Labor, wenn wir sozusagen davon sprechen, wie verändert das Arbeitsvorgänge, zum Beispiel im Berufsleben oder in Produktionsvorgängen. Daran schließen sich natürlich immer die Fragen, wenn ich plötzlich so einen Bereich habe, aus dem ich Erkenntnis gewinnen kann, also Learning betreiben kann, was Neues dazulernen kann, wer kann überhaupt daran teilhaben und wer entscheidet überhaupt, wer sozusagen Zugang zu diesen neuen gewonnenen Informationen hat und welche Konsequenzen hat es überhaupt, wenn eine Autorität, die Zugang zum Beispiel zu diesen Informationen, zum Beispiel der Administrator in einer Firma, wenn der irgendwie scheitert, was hat das dann für Konsequenzen? Textualisierung, sagt sie aber, ist immer schon, wenn wir von Märkten sprechen, ist das immer schon durch die Logik der Akkumulierung vororganisiert. Das heißt, wir können diesen Text, diese Reihenform von Daten, die da entsteht dieses Informate, können wir bei der Automatisierung, können wir gar nicht mehr von der Logik des Markts trennen. Das heißt also, das ist dann das Problem, weil dann wird es nämlich erst kompliziert, weil diese Akkumulationslogik immer dazu führt, dass wir schon mit sozialen Beziehungen zu tun haben und dass wir auch mit dem Gebrauch von Macht und Autorität zu tun haben. Jetzt komme ich nochmal in dem Zusammenhang hat sie die sogenannten Suboff's Laws formuliert, die man eigentlich Laws dann natürlich immer in Anführungsstrichen sagen muss. Sie sagt, dass everything that can be automated will be automated. Everything that can be informated, also informated ist diese zusätzliche Dimension der Information, will be informated and everything digital application that can be used for, und jetzt wird's interessant für unser Thema, used for surveillance and control will be used for surveillance and control. Das sind natürlich, wenn man sich das jetzt erstmal auf den ersten Blick anhört, da ist immer so eine gewisse, Totalität vielleicht drin oder so eine Tendenz zum Ganzen hin. Das müsste man sicherlich nochmal gesondert diskutieren, ob das in jedem Fall so ist. Aber mit Sicherheit kann man einen gewissen Prozess da ableiten, wenn man sich Industrialisierung und Digitalisierungsprozesse ansieht. Ja, der Aufstieg, jetzt ist die Frage noch, wenn man sich sozusagen ihre Theorie anschaut, dann führt sie jetzt noch in ihrer Vorstellung immer darauf zurückkommen, dass sie die Vorstellung vertritt, dass es grundsätzlich Kapitalismen gibt, also nicht nur den einen Kapitalismus. Und sie unterscheidet auch, dass es innerhalb dieser Kapitalismen oder für diese Kapitalismen mehrere Märkte geben kann. Und das Entscheidende ist dann eher, wie diese Märkte strukturiert sind von außen, also ob sie die dominante Form sind, ob sie parallel zu dem dominanten Markt oder dem hegemonialen Markt, wenn man so will, existieren kann, oder ob das Märkte sind, die ja tote Enden, also Dead Ends irgendwie sind, die schon überkommen sind, weil sozusagen die Güter, die da gehandelt werden, nicht mehr von großer Bedeutung für eine Wirtschaft sind, oder eine Volkswirtschaft sind. Und das ist sozusagen insofern eine wichtige Vorstellung, weil sie davon eben ableitet, dass es überhaupt so einen eigenen Markt geben kann, auf den so ein Surveillance-Capitalism stattfinden kann. Wie kommt man jetzt von dieser neuen Dimension, die durch die Automatisierung mit Informationstechnologie entsteht, also von diesem Automate-Informate zu dem Big Data? Und das ist einfach die Frage der Teilhabe, der Autorität und der Zugangskontrolle. Ne? Wenn zum Beispiel Google massive Datensammlungen anlegt, ist es immer die Frage, wer kann darauf zugreifen, wer hat die Möglichkeit, sich da Zugang zu verschaffen und mit dem Zugang eben das nötige Wissen, das sich in diesen Daten verbindet. Oder ist das überhaupt, wird das überhaupt betrieben? Es kann ja eigentlich auch sein, dass da eine ungenutzte Ressource dann noch schlummert. Sie erklärt sozusagen, oder für sie ist sozusagen die Vormachtstellung von Google, das erklärt sie weniger mit dem Begriff des Monopols, sondern mehr, wenn man das ja so häufig in Diskussionen hört, sondern eher mit der Vorstellung der Hegemonie. Das heißt, es ist eben derjenige Pionier auf dem Gebiet, Google als Unternehmen, der sozusagen da die meiste Erfahrung hat und entsprechend halt einen Vorsprung vor anderen Unternehmen hat und da sozusagen so eine Vormachtstellung eben ausbauen konnte.
Deswegen suchte sich eben auch Google als das Standardgeschäftsmodell aus, was sie sich sozusagen anschaut, um diesen Überwachungskapitalismus zu beschreiben. Sie sagt aber schon auch, dass das tatsächlich auch so ist, also dass sie dieses Geschäftsmodell der massiven Datensammlung gegen Online-Angebote oder Apps, dass das eins der typischsten Standardmodelle mittlerweile im Netz ist. Und sie sieht sich jetzt sozusagen diese oder sie führt, sie entwickelt ihre theoretischen Beschreibungen entlang der Ausführung des Chefökonoms Hale Varian von Google. Der hat da zwei Texte geschrieben und die hat sie sich sozusagen angeschaut. Was sind da sozusagen für Ideen dahinter, die sozusagen das Geschäftsmodell von Google sozusagen als Vision beschreiben? Er hat sozusagen, dieser Varian hat eigentlich dafür drei große Schlagwörter formuliert, die das Geschäftsmodell von Google grundsätzlich beschreiben sollen. Das ist Data, Extraction and Analysis. Wenn wir uns sozusagen dann dem ersten Thema der Daten zuwenden, dann ist erstmal wichtig, dass man sich vielleicht kurz zur Reflexion überlegt, welche Datenquellen sind dafür interessant. Das ist einmal grundsätzlich immer die computervermittelten ökonomischen Transaktionen, also das ist das, was eigentlich grundsätzlich nichts Neues ist. Das ist das, was man mit Informationstechnologie einfach tut, von Online-Banking eben bis zum Besuch oder der Suchmaschine. Was jetzt allerdings noch hinzukommt, ja, das sind Sensoren in Dingen, Körpern und an Orten. Das ist dann sozusagen ein Teilbereich des sogenannten Internet of Things, das sozusagen neue Datenquellen erschließt. Aber dann auch eben Firmendaten, Regierungsdaten, Konto- und Zahlungsdaten, Versicherungsdaten, das wäre eine dritte Quelle. Dann natürlich auch die ganzen Kameraüberwachungsdaten von Immobilienkameras, von der GoPro, von Satelliten und so weiter. Die fließen ja teilweise auch wieder in Systeme ein, zum Beispiel Google Street View. Ist ja so ein Beispiel, wo sozusagen durch dieses Herumfahren der Autos und die Kameras darum Daten gesammelt wurden, eben nicht nur, sondern auch WLANs wurden ja abgefangen damit. Also das sind solche Datenquellen, die jetzt aufgegriffen werden und dann eben in solche integrierten Systeme wie Google Street View einen Eingang finden. Und jetzt als fünfte Dimension kommt eben das sogenannte tägliche Leben dazu, das ist diese Everydayness über das Social Media. Das heißt, da sind wir diejenigen, die diese Daten bereitstellen über die ganzen Apps und Anwendungen und Dienste, die uns zur Verfügung gestellt werden. Was ist eigentlich bei diesem Sammeln von Daten, also noch nicht mal bei der Auswertung sozusagen der Modus, wie geht Google da eigentlich vor? Und das sagt ganz einfach Suboff, die nehmen sich einfach, was sie wollen. Und zwar ist das so dieses Prinzip nach, ich nehme das mir erstmal, ich digitalisiere erstmal alle Bücher und stelle die bei Google Books ein, ich film erstmal alle Hausfassaden und stelle die in mein System ein. Und bis dann irgendjemand sich beschwert und Widerstand leistet, dann kommen eben meine Anwälte und verteidigen das Ganze. Das ist sozusagen dieses Modell, hier eigentlich als Modus dann bei der Datenaufnahme der Sammlung hintersteht. Was konstituiert eigentlich dieses Big Data? Ja, das beschreiben Fachleute mal als Data Exhaust. Das ist eigentlich sozusagen, dass man kleinstmöglichsten Mengen von Daten sammelt. Da kommt es sozusagen nicht auf die Qualität an, sondern es kommt oder auf die Bedeutung der Daten an, sondern dass es möglichst viele Daten sind und dass es mögliche kleine Mengen sind, weil die werden dann überhaupt erst zu diesem Big Data sozusagen später aggregiert. Das heißt, jede computervermittelte Aktion, jede computervermittelte Äußerung wird sozusagen in dieses System eingeführt für das Ziel, die Effizienz zu erhöhen. Und da sagt sie wirklich nichts zu trivial oder zu flüchtig, um da nicht eingefangen zu werden. Warum hat man denn eigentlich diesen Data Exhaust oder diese Dienste umsonst bei Google angeboten? Warum hat man nicht Abo-Modelle zum Beispiel eingeführt, um das Ganze zu finanzieren? Und da sagt sie, da war einfach die Sorge um ein Wachstumshemmnis da, denn wenn man einfach viele Daten sammelt und dann ein aktionsbasiertes Werbemodell darunter hängt, dann kann man eigentlich durch jede Steigerung dieser,
dieses Datenvolumens immer neues Wachstum generieren. Das heißt, ich muss nur dafür sorgen, dass immer mehr Daten generiert werden, weil durch dieses Modell stelle ich es eigentlich sicher, dass ich mich gar nicht mehr darum kümmern muss, was für eine Qualität an Daten anfällt. Also war einfach eine Wachstumsstrategie dahinter. Das führt aber, sagt sie, zu einer gewissen, ja, sie nennt das formalen Indifferenz. Und zwar inwiefern kann man das sagen? Es interessiert nicht mehr die Qualität, also die Inhalte der Nutzer, die sie bereitstellen. Das interessiert mich dann als Google oder als, ja, als ein solches Unternehmen nicht mehr. Und dadurch werde ich sozusagen, ja, formell indifferent. Das heißt, mir ist eigentlich egal, was sozusagen überhaupt im System zirkuliert an Inhalten. Ich nehme alles, was kommt. Und mir geht es eigentlich mehr um die Menge. Und die kann ich ja immer dann mit den Mechanismen, den technischen Möglichkeiten, mathematischen Modellen und so weiter, die in Big Data zur Anwendung kommen, dann zu den Daten und Informationen konvertieren, die ich sozusagen für interessant finde oder die ich benötige. Und jetzt kommen wir eben zu diesem Punkt, dieser Extraction, also dieser Auswahl von Daten. Ich sage, dieses Wort allein schon oder dieses Ziel deutet ja immer nur eine Richtung an. Das ist ja taking from. Das heißt, es gibt keine wechselseitige Beziehung zwischen den Nutzern und mir. Ich nehme mir die Daten einfach und aggregiere die und dekontextualisiere die. Das heißt, selbst der Kontext ist gar nicht mehr wichtig, in dem zum Beispiel jetzt irgendwie ich einen Blogartikel geschrieben habe, sondern es kommt einfach nur auf die Informationen an oder die Tweets, die ich schreibe oder die Google Searches, die ich mache. Also das sind sozusagen, ist dann nicht mehr von dem Kontext, der ist nicht mehr wichtig, sondern es geht sozusagen darum, dass überhaupt die Daten da sind. Dadurch wird auch die Nutzerbeziehung indifferent. Mich interessieren die Nutzer gar nicht mehr, weil sie sind eigentlich meine Datenquellen und ich habe eigentlich in dem Sinne keine Kundenbeziehung mehr zu denen. Das ist für sie dann ein ganz entscheidender Punkt, auf dem sie aufbaut. Es gibt nämlich keine wechselseitige Beziehung mehr, also keine Reziprozität, wie dann der Fachbegriff heißt, mehr zu den Kunden, was sozusagen eigentlich sie in eine ganz andere Stellung bringt und sozusagen ein Novum dann ist. Weil es nämlich schwierig ist, sagt sie, das in die gängige Erzählung von Marktwirtschaft der Demokratie einzubauen. Das heißt, da war immer die Idee, in so einer marktwirtschaftlichen Demokratie gibt es immer dieses Gleichbeziehungsverhältnis zwischen ja produzierenden oder dienstleistenden Teilen der Bevölkerung und konsumierenden Teilen. Und das ist ja jeder immer gleichzeitig, weil jeder muss in so einer Konsumgesellschaft sozusagen immer produzieren, um seine Arbeitsleistung eben zu verkaufen. Und auf der anderen Seite muss er dann immer konsumieren. Und das wird sozusagen aufgehoben, diese Einbettung in so einen Rahmen, wenn ich sozusagen die Kunden sozusagen, oder die Kunden nicht mehr meine Kunden sind, sondern meine Datenquellen, dann kann ich die sozusagen gar nicht mehr einbetten. Weil die Kunden von Google sind ganz klar die Leute, die sozusagen die Informationen aus diesen Auktionen haben möchten. Ja, und das sagt sie, das bricht sozusagen vergangene Modell, diese Beziehung zwischen der Bevölkerung und zwischen den Unternehmen. Denn Google hat nur zu dem Stand, in dem der Text jetzt geschrieben wurde, also Anfang diesen Jahres, ungefähr 48.000 Mitarbeiter, hat aber, wenn man das sich überlegt, weltweit einen enorm großen Stamm von Leuten, die ihre Dienste nutzen. Und wenn man das jetzt mit früheren Formen des Kapitalismus in Anführungsstrichen so vergleicht, dann gab es eben zur Zeit von General Motors 1953, da war das eben einer der größten privatwirtschaftlichen Anbieter auch von Arbeitsplätzen. Jetzt kommen wir noch zu einem anderen interessanten Punkt in der Sache, wo man jetzt vielleicht, wo ich ja auch im ersten Moment gedacht hat, ja, warum hat das denn so eine Sprengkraft? In diesen Papers nennt dieser Google-Chefökonom Varian, spinnt er so eine Version der vernetzten Welt, die sich Google vorstellt vor. Und die geht sozusagen weiter als das, was wir jetzt kennen im Moment. Wenn zum Beispiel dann diese selbstfahrenden Autos erstmal unterwegs sind, dann könnte doch die Versicherung Zugriff auf die Daten haben, die dieses selbstfahrende Auto hat und könnten dann im Fall von bestimmten Voraussetzungen, die dem Nutzer des Autos, der dann eben noch nur noch Nutzer ist, eben den Zugang zu seinem Auto dann verwehren und den sperren. Oder sie könnten bestimmte Informationen aus der Versicherung gewähren und da dann eben eingefangen. Das heißt, Google wird
dann eher so ein Agent von wichtigen Informationen und verteilt die an entsprechenden Leute, die dann daraus wieder Schlüsse ziehen und wirtschaftliche Entscheidungen treffen können, eben Versicherungssperren. Oder wenn man an intelligente Häuser denkt, das ist vielleicht ein eher lustiges Beispiel, aber wenn ich eben so einen intelligenten Kühlschrank habe und meine Krankenversicherung kriegt eben mitgeteilt, dass ich sozusagen ständig zu kalorienreiche Nahrung zu mir nehme über den Kühlschrank, dann kann der eben auch gesperrt werden. Also so ist so eine Vorstellung. Und das sind jetzt einfach nur so kleine Beispiele, aber das zeigt schon, dass da die Vision schon in eine Steuerung des Alltags reingeht und nicht mehr eine reine Beobachtung. Also dann ist Big Data nicht mehr eine passive Beobachtung in dem Sinne, sondern ist die Grundlage für aktive Steuerung durch andere Teilnehmer am Markt. Und das Problem ist dann eben, dass die Severian eben sagt, dass dadurch neue Verträge entstehen. Und das sagt, dass er da widerspricht eben die Zuboff und sagt, nein, das unterminiert eigentlich die Vorstellung des Vertrages. Denn wenn ich zum Beispiel einen bestimmten Vertrag habe und der kann annulliert werden, weil mein Vertragspartner auf der anderen Seite über Daten mitbekommt, dass ich sozusagen ja möglicherweise den Vertrag nicht mehr einhalten kann, wenn wir zum Beispiel daran an eine Rückzahlung an Banken oder so denken, dann ist sozusagen eine zentrale Ressource in unserer Gesellschaft nämlich ausgehebelt. Und das ist die des Vertrauens, die eben aus dem Sozialen kommt, wo man grundsätzlich erstmal davon ausgeht, dass ja Leute sich an Verträge halten, dass sie sozusagen oder ja Verpflichtungen eben eingehen, die sie vertraglich eben nur abgesichert haben. Da steckt jetzt auch in ihrer Begründung noch eine sehr viel komplexere philosophische Verankerung drin. Da geht es bis auf Hannah Arendt zurück. Ich dachte mir, weil es jetzt noch sehr viel kommt, gehe ich eben da nur ganz kurz drauf ein. Aber sie sagt eben, dass dadurch möglicherweise Vertrauen verschoben wird aus dem Sozialen dann wird Vertrauen nur noch das Ergebnis automatisierter algorithmischer Prozesse und müsste komplett neu gedacht werden. Was sind denn, wenn wir von Big Data oder vom das war jetzt so der Endpunkt. Wenn wir jetzt kommt sie zu einem ganz anderen Thema und sagt eigentlich, was entsteht denn daraus, wenn wir sozusagen so eine Ressource wie Vertrauen abgeben? Was entsteht denn da eigentlich an Neues? Dieses Abtritt von diesem Recht oder von diesen sozialen Institutionen, kann man sagen, des Vertrauens, sorgt dann dafür, dass es ein neues vernetztes institutionelles Regime entsteht, und das wird sie dann später gleich noch als Big Other bezeichnen. Das heißt also, da gibt es jetzt plötzlich einen neuen Akteur, der ist auch nicht ganz so klar fassbar, der protokolliert und verändert und den Alltag und führt den auch in den Kommerzialisierungsprozess über. Das heißt, es geht hier nicht mehr rein nur um die Kommerzialisierung, sondern eben auch um die Aufzeichnung, sondern auch um die aktive Veränderung. Und das ist sozusagen das, wo sozusagen dann dieser Begriff des Regimes oder auch der von Macht, Herrschaft und so weiter überhaupt erst diskutiert werden können. Und das sind eben die Alltagswelt, die Quelle der Daten ist, die denen dann auch symbolisieren sollen. Das heißt, unser Alltag wird dann komplett abgebildet sein in Daten, und die symbolisieren den dann. Und das ist dann nicht mehr auf die soziale Komponente sozusagen erweitert, sondern ist es nur noch auf Daten eingeschränkt. Und dass sich dieses Big Other auch Rechte aneignet. Und da wären wir dann schon eben bei der Vorstellung einer ja Kontrollgesellschaft. Bei einer Kontrollgesellschaft ist es eine ja gängige Vorstellung, wie Gesellschaft in der Moderne sozusagen organisiert ist. Und da ist sozusagen eine gängige Vorstellung im 20. Jahrhundert immer gewesen, dass es da einen Big Brother gibt. Das heißt also, man muss sich das immer so vorstellen wie ein Panoptikum, ist auch so ein häufiges Metapher, die angewendet wird, die sich von der Vorstellung ableitet, es gab mal einen Vorschlag, wie ein Gefängnis optimalerweise organisiert werden kann. Und das ist sozusagen mit der kreisrunden Form, wie man kann sich das wie einen großen Turm vorstellen, in dessen Hof in der Mitte nochmal ein Turm ist, der sozusagen einen optimalen Ausblickpunkt bindet, wobei dann sozusagen zum Innenhof dieses Gefängnisses alles verglast ist. Und das heißt, die Leute, die in diesem inneren Turm sitzen, können auf die Häftlinge sozusagen immer wieder einen beobachtenden,
ja, die beobachtende Perspektive einnehmen, während sich die ganzen Insassen des Gefängnisses nicht sehen können. Und das sozusagen war also eine Modellmetapher für diese, für so das Panoptikum eben, war eine Metapher für eine Kontrollgesellschaft. Und sie sagt jetzt, das reicht nicht mehr aus, um dieses Big Brother zu beschreiben, was jetzt, oder diese Macht, die sozusagen sich da konstituiert, zu beschreiben. Und eben so ein zentrales totalitäres Moment im System von Macht oder von Machtzentralisierung zu beschreiben. Und sie sagt, dass wir jetzt eine neue Metapher brauchen, und dann, das sieht man schon an dem Begriff Big Other, ist auch nicht wirklich viel besser, finde ich, weil das ist ja irgend das andere. Das ist schon, das sagt schon die Diffusität dieses Begriffs aus, dass das noch nicht ganz so klar ist, was denn da jetzt aufsteigt. Und ich sage, das ist sozusagen anders jetzt als bei der Massengesellschaft des Panoptikum, des Big Brother, beim Big Other keinen Ausweg mehr gibt, weil ja alle Daten permanent aufgezeichnet werden. Überall gibt es sozusagen Sensoren oder Möglichkeiten, Daten zu imitieren, die dann in das System aufgehen, und dass es gar keine Möglichkeit mehr gibt, da auszuflüchten. Das ist sozusagen dann die Vorstellung, wenn man es sozusagen zusammenfasst, dass diese Kontrollgesellschaft in diesem Moment dann sich sozusagen vervollkommt, ne, weil es die absolute Kontrolle dann ermöglicht. Sie sagt auch, dass sich sozusagen dann eine Verschiebung entsteht, dass es sozusagen nicht mehr Macht sozusagen von Besitz über Produktionsgüter abgeleitet werden kann, sondern dass es jetzt bei dem Besitz oder beim Zugriff auf ja die Möglichkeit der Veränderung von Verhalten besteht. Was hat das jetzt für eine konkrete Auswirkung, wenn wir von Überwachung sprechen? Ist ganz klar, ein wichtiges Recht oder eine richtige Ressource ja die Privatsphäre oder die Vorstellung von einem Recht auf Privatsphäre. Und jetzt kommt sie wieder auf den Variant zurück und sagt, wie ist denn das in dieser gegebenen Konstellation, wenn er davon spricht, dass Nutzer von Diensten das immer als Eingriff in die Privatsphäre bezeichnen? Sie sagt eigentlich, dass dieser Begriff eigentlich gar nicht so wirklich zielführend ist, weil hier gar keine Rechte erodiert werden, sondern sie sagt, eigentlich ist Privatsphäre, muss man immer wechselseitig betrachten mit der Geheimhaltung. Und dass die sozusagen immer in einem Folgewechselbeziehungsverhältnis stehen. Das heißt also, man kann davon sprechen, dass Privatsphäre durch solche Konzerne, die sozusagen mit massiven Datensammlungen oder mit Big Data arbeiten, dass die nicht mehr, dass dann sozusagen das Recht auf freie Entscheidung eingeschränkt wird. Weil wenn wir von Privatsphäre sprechen, und Recht auf Privatsphäre wird ja sehr häufig beschrieben als the right to be left alone. Und sie erweitert es eben um die Vorstellung, dass wir ja mit Privatsphäre als auch ökonomische Teilhaber gar nicht mehr die freie Wahl haben, Entscheidungen zu treffen. Weil wenn sozusagen die Privatsphäre, also der Ort ist, also wo wir sozusagen selbstreflexiv entscheiden können, was wir sozusagen für Wahlen politisch, aber auch ja beim Konsum treffen wollen, dann ist das ein ganz entscheidender Punkt. Und sie kommt eben zu der Erkenntnis, dass hier Privatsphäre nicht erodiert wird, sondern dass diese Rechte umverteilt werden. Und die führt dann eben zu einer Umverteilung von Rechten, die sich dann genauso wie Kapital eben konzentriert. Und das führt letztlich dann nach ihrer Erkenntnis oder nach ihrer Vorstellung dazu, dass es auf der einen Seite exzessive Sammlungen von diesen Privatrechten gibt und auf der anderen, und die wiederum viele Möglichkeiten. Jetzt ist der Laptop aus. Moment. Können wir den hier schnell anschließen? Vorhin. Ist alles zu. Das Problem ist weniger Netzteil, als wie meine Steckdose da. Ein Netzteil habe ich, aber keine Steckdose.
So, geht gleich weiter, hoffe ich, wenn Windows dann wieder will. Ja, genau. Also das Interessante eben ist bei Ihrer Vorstellung, dass Privatsphäre oder Rechte grundsätzlich innerhalb dieses neuen Systems von des Überwachungskapitalismus eben weiterverteilt werden können, wie eben wie Kapital. Und dass aus dieser Weiterverteilung dann eben eine neue, ja, Souveränität, kann man sagen, entstehen kann, die dann sozusagen die eigentliche Macht oder die eigentliche Power von diesem Big Other ausmacht. Genau, und sie geht sogar so weit, dass sie dann eben sagt hier unten, dass durch diese Akkumulierung von Privatrechten oder Privacy Rights, wie sie sagt, dass sozusagen auch die Fähigkeit für denjenigen, den sie als ja Surveillance Capitalist, also Überwachungskapitalist bezeichnet, gegeben wird, neue, ja, sie nennt das Obscurity, also Verschleierung, Vernebelungen möglich macht, um ja weitere Überwachungsoperationen durchzuführen. So, was fehlt eigentlich jetzt noch, wenn wir uns ja dieses Modells jetzt anschauen? Auf der einen Seite, ganz klar, das sagt sie auch selber, muss diese theoretische Ausarbeitung noch erfolgen. Das liegt natürlich daran, dass wir uns jetzt mitten in diesem sozialen Prozess, wenn man so will, befinden. Und dass es sozusagen schwierig ist, im Moment noch abzusehen, in welche Richtung das Ganze geht. Das ist auch deshalb schwierig zu sehen, weil man gar noch nicht absehen kann, ob dieser Markt, ne, der dafür da ist, eben durch Datensammlung oder Big Data Operationen Geld zu verdienen, ob der überhaupt ein Dead End ist oder ob das ein dominanter Markt werden kann. Außerdem fehlt natürlich noch die Untersuchung von Public-Private Partnerships, was sozusagen auch nicht so einfach ist. Also Public-Private Partnerships, das sind vertragliche Situationen oder auch Kooperationen, die über lange Zeit existieren können zwischen staatlichen Akteuren und Institutionen und privatwirtschaftlichen Institutionen. Früher hat man sowas häufig in den Politikwissenschaften als industriellen militärischen Komplex bezeichnet, aber heute ist das eben nicht nur auf industrielle und militärische Projekte eingeschränkt, sondern das geht natürlich auf vielen Ebenen vonstatten. Und natürlich auch, wie wir durch die Enthüllung von Edward Snowden Wissen jetzt auch belegen können, auf eine sehr starke Weise in den Nachrichtendiensten. Und die NSA als Unternehmen ist ja auch offenbar sehr stark bereit, wichtige Arbeit auszulagern, outzusourcen an ja eher privatwirtschaftliche Akteure, was natürlich die Möglichkeit war für Edward Snowden, an diese Informationen zu kommen. Auf der anderen Seite aber eben auch nochmal eine neue Qualität schafft, die eben zeigt, dass es eine starke ökonomische Dimension hat. Dann sind auf jeden Fall mehr Studien erforderlich und die Frage eben noch, wie das Ganze weitergeht. Am Ende ihres Essays über das Thema hat sie sozusagen nochmal eine, ja, wie ich finde, ganz interessante Beobachtung. Sie geht auf einen Historiker zurück, der Polanyi heißt und sich die Frage gestellt hat, wie kann überhaupt Kapitalismus möglich sein als Vorstellung? Und er hat sozusagen gesagt, möglich, damit das überhaupt
damit wir überhaupt von solchen Kommerzialisierungsprozessen, dass diese vorstellbar wären, wie wir sie in der Moderne eben haben, ist einmal, dass das menschliche Leben auf dem Markt untergeordnet werden kann und das eben durch die Arbeit, durch den Begriff der Arbeit oder die Vorstellung von Arbeit entsteht. Natur wiederum könne dem Markt als Grundbesitz untergeordnet werden und der Tausch von Gütern dann wird auf dem Markt über Geld möglich. Und jetzt sagt sie, jetzt kommt durch diese ganze Dimension, und da wird es dann mit diesem Big Other auch nochmal spannend, sie sagt, weil das Ganze, diese ganzen Konzepte dienen eben der Kontrolle von Verhalten, was sie sehr stark auch von dieser Tatsache ableitet, dass eben die Werbeindustrie oder eben der Versuch dahinter steckt, eben noch mehr über Kunden oder über ja die Bevölkerung in Erfahrung zu bringen. Und sie sagt, sie formuliert es dann so, dass Realität dem Markt jetzt untergeordnet wird und dann eben als Verhalten auf dem Markt gehandelt werden kann. Das ist sicherlich noch als Ware. Das ist dann sicherlich die Frage, ob man das so stehen lassen kann und ob sich das auch so herauskristallisiert. Aber das ist natürlich, wenn das so ist, dann würde das auch sehr versprechen, dass der Überwachungskapitalismus eine ganz neue Dimensionen hinzufügt zu den üblichen Formen von Kapitalismus. Jetzt habe ich hier noch mal ganz kurz einen ganz kleinen Exkurs gemacht oder zusammengestellt. Wie würde das denn, wenn man das weiterspinnt? Ne? Bei der Frage der Überwachung, da interessiert einem ja vielleicht nicht nur die Datensammlung von Privatunternehmen, sondern auch die Frage, was ist denn eigentlich mit dem Staat und seinem Verhältnis zur Ökonomie? Also das, was ich in Form von Public-Private Partnerships schon angedeutet habe. Und hier ist eben die Frage, ob die, was Zuboff Surveillance Essence nennt, also die weiterverarbeiteten Informationen, die aus Überwachung oder Beobachtung und Monitoring entstehen. Wenn ich die als, wie Google, als Surveillance Capitalist und das sicher dann Google als Akteur am Markt ist, macht das dann einen nicht noch attraktiver für Nachrichtendienste? Und werde ich dann sozusagen nicht wiederum als Ressource für die Nachrichtendienste interessant und bilden sich da nicht wieder ganz neue ökonomische Strukturen heraus, wo sozusagen dann eine immer stärkere ja Akkumulierung von eben diesen Rechten und auch Informationen über das alltägliche Leben der Menschen ja entstehen. Dann müsste man sich sozusagen auch die Frage stellen, wie ist dann das denn, agieren denn die Nachrichtendienste nicht strukturell in der, zumindest in einer strukturähnlichen oder strukturell in einer ähnlichen Weise wie diese datensammelnden Big Data Unternehmen? Eignen die sich nicht auch einfach Rechte an, zum Beispiel Privatsphäre? Die Frage, die man sich dann auch immer stellen muss, und das ist eben, glaube ich, die schwierigste, ist die Frage nach dem Marktvolumen. Was gibt es denn überhaupt für Märkte für Überwachungs- und Spionagesoftware, für Zugangsvereinbarungen und Entschädigungen, wenn eben ein Staat oder ein Nachrichtendienst eines Staates Zugang auf ein soziales Netzwerk fordert? Wie ist das für Infrastrukturkosten, die eben durch solche staatlichen Anordnungen wie Vorratsdatenspeicherungen stehen? Wer trägt die? Was entstehen da für Kosten? Ist das nicht auch ja wiederum eine ja interessante ökonomische Größe, die dann auch gewisse Lobbyismusfragen wieder nach sich zieht und so weiter? Wie ist das mit den Datacentern, die die NSA betreibt? Da hängen ja ganz viele verschiedene Akteure am Markt auch dahinter, die diese Datensysteme bereitstellen müssen und die Software, die dafür nötig ist. Ja, und wie wirkt sich das Ganze auch vielleicht, ist es nicht auch so, dass wir zumindest teilweise erkennen können durch die Enthüllung von Edward Snowden, dass auch die Dienste bestrebt sind, sich ähnliche Strukturen aufzubauen, um mit diesen Datensammlungen umzugehen. Wenn man zum Beispiel daran denkt, dass sie sich so eine Art Google geschaffen haben, wo sie sozusagen suchen können oder mit Suchmaschinen schaffen, die über Merkmale arbeiten, wie das X-Keyscore oder ist das nicht so ähnlich, wie das die großen Big Data Anbieter am Markt machen oder dass sie sich sozusagen so eine Art Wiki basteln, was so ähnlich ist wie Wikipedia? Also das sind so Fragen, die man dann vielleicht klären müsste, um das Ganze nochmal eben auf diese Bereiche auszudehnen und eben die
ja, aus meiner Sicht oft ausgelassene Frage der ökonomischen Bedeutung von Überwachung eben nochmal genauer zu reflektieren. Was kann man jetzt vielleicht als Fazit nochmal zusammenfassend sagen? Also für Zuboff ist Big Data gleichzeitig die Bedingung und der Ausdruck des Überwachungskapitalismus und nicht eine eigene Erscheinungsform. Und dieser Überwachungskapitalismus fordert die klassische Vorstellung der marktwirtschaftlichen Demokratie heraus, vornehmlich deshalb, weil man, das muss man, glaube ich, bei ökonomischen Fragen immer, ist der Demokratiebegriff natürlich hauptsächlich auf die Rechtsstaatlichkeit fokussiert. Ne? Da geht es mehr um die Frage, was gibt es für Rechte, die die Wirtschaftsordnung aufrechterhalten können. Und das ist natürlich die Frage, ob das da herausgefordert wird, eben, ne, wenn man diese Vorstellung weiterverfolgt, dass diese Überwachungskapitalisten oder Unternehmen von Big Data, dass die sozusagen erstmal damit arbeiten, dass sie Rechte ignorieren und sie dann später sozusagen per Gerichte wieder in neue Gesetze überführt werden müssen oder dass sie sie einfach abwehren können. Und dann habe ich hier nochmal das Zitat, wo ich eigentlich herausgegriffen, wo man eigentlich sehen kann, was sozusagen einmal die ganzen Dimensionen von Ihrer Vorstellung nochmal zusammengefasst sind von Überwachungskapitalismus. Einmal sagt sie, ist es eine neue Logik der Akkumulierung und dass es sozusagen die Akkumulierung nicht mehr beschränkt ist auf Kapital oder ähnliche Vorstellungen, was man sich so erstmal vordenkt, sondern dass es sich auf Regeln und soziale Institutionen wie Vertrauen ausdehnt und dass es sozusagen auch einen neuen Souverän oder eine neue Macht konzipiert, die sie als Big Other bezeichnet. Außerdem weist sie nochmal dann eben darauf hin, dass dieses neue Regime dann irgendwie außerhalb der geltenden Rechte und Regeln dann fungiert. Das sagt wahrscheinlich auch schon der Name Big Other, das andere, das große andere aus, dass sich sozusagen nicht wirklich innerhalb dieser rechtlichen Rahmen und sozialen Normen und sozialen Eingrenzungen oder befindet. Genau. Ja, dann jetzt erstmal vielen Dank. Wir hätten jetzt noch 10 Minuten. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier schon Fragen hier machen sollen, ob wir das dann oben verschieben wollen. Okay, dann Fragen könnt ihr mir dann einfach oben stellen oder wir machen da so nochmal so eine kleine Gruppe. Also ich glaube, weil oben geht eben das Closing Event los und dann, ja. Also vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, und noch einen schönen Abend.